Die Parität ist eines der Grundprinzipien unseres Verbandes. Das heißt, unsere Vorstände bestehen normalerweise aus einem Mann, einer Frau und einem Kuraten oder einer Kuratin. Und das gilt als Mussbestimmung von Bezirks- bis Bundesebene. Jetzt wird zurzeit in unserem Prozess Strukturwandel diskutiert, ob und wie man vielleicht die Parität aufheben sollte. Genau, die große Frage ist, was spricht dagegen, sie aufzuheben? Mhm. Und ich denke, es ist ein wichtiger Bestandteil unserer paritätischen Vorstände, dass alle Perspektiven mit einfließen. Eine männliche, eine weibliche und in unseren Fällen dann auch immer eine Perspektive des Kuraten oder der Kuratin fließen damit ein und das ist wertvoll für eine gute Entscheidung. Auch mit argumentiert wird immer damit, dass Geschlechtergerechtigkeit ein großes Gut ist, was wir im Verband auch sehr hoch halten. Und dass es ein sehr starkes politisches Signal ist, dass unsere Vorstände eben aus Männern und Frauen bestehen. Und was spricht denn dafür, die Parität aufzuheben? Wenn wir die Parität aufheben würden, wäre es wahrscheinlich leichter, die Ämter zu besetzen. Gerade auf Bezirksebene bestehen immer wieder Schwierigkeiten, Vorstandsämter zu besetzen. Das wird leichter, wenn das Geschlecht keine Rolle spielt. Wir sagen immer, wir wollen Engagement ermöglichen. Das heißt, wenn Menschen sich engagieren wollen, dann sollten sie die Möglichkeit auch dazu haben. Und auch das wird als Argument gegen die Parität angeführt, dass nämlich, wenn sich schon Menschen engagieren wollen, dass sie das dann auch tun sollen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben. Genau, und jetzt werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, um beiden Perspektiven gerecht zu werden, um zu schauen, wie kann man einmal mit dem Normativen umgehen, aber gleichzeitig auch der Wirklichkeit oder den Herausforderungen ein Stück weit gerecht werden. Gibt es vier Möglichkeiten, die diskutiert werden. Zum einen könnten wir es zu einer Sollbestimmung verändern. Wir sagen, der Vorstand soll paritätisch besetzt sein, ist aber kein Muss. Also das wäre dann wie auf Stammesebene momentan, das ist eine Sollbestimmung. Und das könnte man natürlich auch für die anderen Ebenen so einführen. Des Weiteren wäre eine Möglichkeit, dass die Parität nur für voll besetzte Vorstände gilt. Also nur wenn drei Personen im Vorstand sind, dann müssten die auch paritätisch besetzt sein. Eine dritte Möglichkeit, die diskutiert wird, ist, dass nach einer gewissen Frist, zum Beispiel nach einem Jahr, die Parität nicht mehr greift, weil man dann sagt, es ist wichtiger, dass Menschen ein Amt begleiten und sich engagieren können und auch diese Funktion erfüllen können, als dass es weiterhin eine solche Vakanz gibt. Andere Möglichkeit, vierte und letzte, die diskutiert wird, es gibt verkürzte Amtszeiten für die Personen, die dann quasi als nicht paritätische Mitglieder in den Vorstand dazukommen. Ja, vier Möglichkeiten. Es gibt noch mehr Argumente und auch noch mehr Ideen. Was denkst du? Diskutier mit uns auf Wipart.